Frikadelle, Bulette, Bratklops. Viele Namen, doch alle meinen das Gleiche. Ein leckeres Fleischbällchen. Die Stiftung Warentest hat 22 fertige Frikadellen auf Geschmack, Fleischqualität und Schadstoffe getestet. Die gute Nachricht vorweg: Zwei Tiefkühlprodukte können mit der selbstgemachten Bulette geschmacklich mithalten. Die Ergebnisse gibt's gleich. Erstmal ziehen wir los mit unserem Bulettenmeister Roberto Enslin. Er weiß, was eine gute Frikadelle ausmacht und ist heute für uns auf der Suche nach dem besten Bulettenrezept. Hallo, ich bin Roberto, der Küchenchef von Endlich Feierabend. Hallöchen. Hallo. Ich habe einfach mal geklingelt. Ich bin nämlich auf der Suche nach dem absolut idealen Bulettenrezept. Aber ich könnte gucken, ob ich Kackfleisch da habe. Das hört sich gut an. Ne? Na, wenn Sie gucken, können wir dann auch gucken? Na klar. Dann komme ich rein. Na dann sehr gerne. Ja? Danke. Überrasch mich doch mal. Ich suche doch das ultimative Bulettenrezept. Ich stell alles hin, was du brauchst, und dann bin ich wieder da. Super. Ja. Gut. Wie fängst du denn jetzt an? Als erstes kommt Zwiebeln, Salz, Pfeffer in Hackfleisch, wird durchgemengt. Okay. Dann mache ich ein bisschen Senf dazu und dann wird das im Semmelbrösel gewälzt und dann kommt es in Fett. Verstehe, du wälzt die in Semmelbrösel. Interessant. Mhm. Da würde ich sagen, du, überrasch mich. Mhm. Ja? Ich habe Hunger. Ja. Buletten, let's go. Okay. Das Besondere an Mandys Frikadellen, es kommt kein Ei rein, dafür aber viel ungemahlener Kümmel. Mandy, jetzt pass auf. Hm? Wichtiger Tipp, ja? Pfeffer nie gemahlen. Immer schön frisch aus der Mühle. Zack, 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 geschrotet, hat ein ganz anderes Aroma. Oh, okay. Hier ist schon alles weg. Der ist sozusagen schon doppelt tot. Hm. Mandys Geheimtipp für knusprige Frikadellen: Die Bällchen in Semmelmehl wälzen und in Sonnenblumenöl scharf anbraten. Na, ob das auch bei unserem Bulettenmeister Roberto gut ankommt? Wunderbar, danke. Saftig ist er. Mhm. Ja. Hast du gut gemacht. Mhm. Und der Kümmel? Der ist schon massiv. Das wäre das Einzige, wo ich sagen würde, ist ein bisschen zu viel, weil wenn du drauf beißt, hast du eigentlich nur noch Kümmelgeschmack. Ja, das stimmt. Mhm. Von Roberto gibt es also ein Gut für die selbstgemachten Buletten von Mandy. Da können diese Fertigfrikadellen laut Stiftung Warentest nicht mithalten. Die Mini-Frikadellen von Abelin bekommen nur ein ausreichend. Genau wie die Frikadellen von Aldi Nord. Komplett durchgefallen sind die Geflügelfrikadellen von Gutfried. Sie bekommen ein Mangelhaft. Der Grund? Der schlechte Geschmack und Schadstoffe im Fleisch. Weiter geht's mit unserer Suche nach den besten selbstgemachten Frikadellen. Claudia verrät uns ihr Geheimrezept schon an der Haustür. Ja, also ich mache schon gerne mal Buletten. Ja? Auf die alte, herkömmliche DDR-Weise. Claudia, ich bin ganz gespannt auf deine Buletten. Ja, bitte. Ja, also hol alles, was du brauchst. Ja. Das DDR-Rezept nach Omas Art sieht bei Claudia übrigens so aus. Gemischtes Hack, ein Ei, rote Zwiebeln, Knoblauch, Salz, Pfeffer und ein altes Brötchen in Wasser eingeweicht. Zum Anbraten benutzt Claudia flüssiges Fertigfett. Davon hält Roberto übrigens so gar nichts. Emulgatoren Mono und Bichloride, Säuerungsmittel, Zitronensäure, Aroma, Farbstoff, Beta-Carotin. Na, das braucht doch kein Mensch. So, jetzt noch schnell formen und ab in die Pfanne mit den Frikadellen. Sehr schön. Welche möchtest du denn probieren von denen? Ich nehme bitte diese. Diese, die? Ja, wo ist dein Teller, bitte? Ach so, soll ich mitessen, ja? Natürlich. Okay. Heute geht es hier nur um Bulette. Das Einzige, was ich eben noch reingemacht hätte, wären frische Kräuter. Ne? Aber ansonsten schmecken sie mir gut. Gut abgeschnitten haben auch diese fertigen Frikadellen. Lidls To-Go-Variante überzeugt durch Geschmack und Fleischqualität. Genau wie die tiefgekühlten Party-Frikadellen von Bofrost. Testsieger sind die Mini-Frikadellen von Eismann. Sie gehören zu den teuersten Fleischbällchen im Test. Selbstgemacht ist günstiger und zwar am besten so. Also für mich die perfekte Bulette besteht aus halb Rind, halb Schweinefleisch. Frische Zutaten natürlich Zwiebeln, da nehme ich am liebsten die Schalotten, die haben eine schöne feine Note. Altbackenes Brötchen, kein geriebenes Semmelmehl, sondern wirklich ein altbackenes Brötchen, eingeweicht in Milch. Und dann an frischen Kräutern Oregano, Rosmarin, Thymian und etwas Kümmel und etwas Senfkörner fein gemörsert. Zwiebeln, frische Kräuter, Senf ganz kurz vorher in der Pfanne anspitzen. Dadurch wird die Zwiebel viel schöner vom Aroma, viel besser zu verdauen und die ganzen Gewürze und Kräuter bilden viel mehr Aromen. Weltklasse. Klar, Roberto, dass du dich selber lobst, aber du darfst das auch, denn du bist ja unser Küchenchef.